Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, 17. September, 9:30 Uhr. Wir wollen wenig überraschend auf den Euro gegenüber dem US-Dollar schauen. Wie auch schon angekündigt, ist es natürlich heute im Schwerpunkt genau dieses Währungspaar, was ja, unter Tags vielleicht weniger, aber in jedem Falle heute Abend erhöhte Aufmerksamkeit erfahren dürfte. Sie werden es wissen, natürlich, die Fed-Sitzung steht heute über allem und natürlich nicht die Sitzung selbst, sondern eben hier die entsprechende Entscheidung, die hier erwartet wird. Die Tendenzen waren ja zunächst relativ sicher, dass es im September eine Erhöhung geben sollte. Das Ganze verwässerte sich in den vergangenen Wochen, Monaten wieder mehr und mehr. Und ja, eine Leitzinserhöhung ist sehr, sehr wahrscheinlich. Die Frage eben nur wann und ob sie eben gegebenenfalls bereits jetzt denn schon heute Abend kommt. Tatsache ist, die Einflüsse auf die Währungsmärkte bzw. Direktionen, wenn es denn eine Zinsentscheidung gibt, dürfte enorm sein. Wenn sie ausbleibt, ist da natürlich auch wieder ein gewisser Spekulationscharakter dahinter, der auch hier dem Euro gegenüber dem US-Dollar als Major Pair, als Schwergewichts-Devisenpaar hier dann natürlich Bewegung verleihen dürfte. Grundsätzlich wollen wir hier den charttechnischen Rahmen mal abstecken im Vorfeld der FED-Sitzung, wenngleich natürlich die Unberechenbarkeit der heutigen Bewegungen, und da kann es natürlich durchaus zu Schwankungen im Bereich 500 Pips und mehr kommen, schwer zu kalkulieren sind. Tatsache ist, es wird sicherlich eine große Volatilität geben, wahrscheinlich auch kurzfristige Spread-Ausdehnungen, aber wenn hier mal Fahrt aufgenommen wird, dann kann es hier auch, wie gesagt, relativ strange in eine Richtung gehen. Und wir wollen mal schauen, wohin diese denn gehen könnte. Wir sehen zunächst einmal, wir gehen vom Großen ins Kleine hier auf dem Wochenchart. Natürlich, ich zoome mal ein Stück weit raus. Hier gehen wir mal bis zum High hoch hier im Bereich 1,60 plus. Diese übergeordnete Schwäche des Euros gegenüber dem US-Dollar. Und wir haben hier, und das ist charttechnische Perfektion, möchte man meinen, just in diesem Handelsjahr hier im Februar, März, dieses Tief hier unten ausgebildet, knapp oberhalb der Parität im Bereich 1,050. Und genau hier hat praktisch auch die untere Trendlinie ihre Linie gefunden, und dieser Touchdown wurde hier auch in den Vorjahren bereits vollzogen. Insofern hier Relevanz dieser Linie abermals bestätigt. Und im Sinne dieses Trendkanals haben wir natürlich auf der Oberseite auch eine deckelnde Trendlinie unten, eine unterstützende, und der Euro-US-Dollar steckt hier auf Wochenbasis natürlich jetzt mehr oder weniger drin, obgleich natürlich hier relativ gesehen noch näher am unteren Bereich. Wir können das hier mal sehr gut mit Fibonacci abstecken, um sozusagen hier mal einzugrenzen, welchen Bewegungsimpuls er eigentlich bislang seit der starken Korrekturwelle hier aus dem Jahr 2014 vollzogen hat. Und da sehen wir hier, dass wir aktuell mit dem Spike der Bewegung hier von Ende August, als es hier auch eine starke Aufwärtsbewegung von knapp 350, 400 Pips gab im Sinne des Gesamtmarktcrashes kurzfristiger Natur, haben wir hier 38,2% sozusagen dieses Abwärtsimpulse, so rum, korrektiv korrigiert. Der übergeordnete Abwärtstrend ist intakt und insofern hier eine Minimalbedingung einer Korrektur bereits, einer Erholungskorrektur bereits erfüllt. Und das übergeordnete Bild spricht hier grundsätzlich jetzt für eine, wenn denn der übergeordnete Trend dominant ist, für eine weitere Schwäche, obgleich natürlich hier Erholungspotenzial im Sinne dieses großen Trendkanals durchaus in weitaus höhere Regionen besteht. Und man darf hier im großen Bild nicht vergessen, sollte sich Euro-US-Dollar hier raus erheben über das Niveau von 1,1450, 1,15, dann wäre hier richtig Luft nach oben und mal philosophisch gesprochen, in Anführungszeichen, selbst wenn der in Richtung 1,30 gehen würde, mit Blick bis ins nächste Handelsjahr hinein, wäre der übergeordnete Abwärtstrend noch immer intakt. Denn dann hätten wir hier lediglich die Situation, die wir Anfang 2014 hatten, nämlich hier diesen Touch dieser Trendlinie. Und hier war wirklich auch eine, ja, mittelfristige Entscheidung zu erwarten. Das heißt, wenn Euro-US-Dollar hier ausgebrochen wäre nach oben, dann hätte man hier ein Bullen-Setup bekommen. Dies geschah nicht. Euro-US-Dollar kippte ja, und das wissen Sie sehr gut, über Monate nur nach unten. Und diese starke Abwärtsbewegung, wie gesagt, wird jetzt korrektiv erholt mit 38% Minimalbedingung erfüllt, kann aber rein technisch, wie gesagt, auch weiter nach oben gehen, und selbst bis in den Bereich 1,29, 1,30 wäre der übergeordnete Abwärtstrend intakt. Das muss man einfach auf der Pfanne haben. Und kurzfristiger betrachtet ist die Situation die, wenn Euro-US-Dollar es jetzt hier schaffen sollte, und das ist hier auf Wochenbasis sehr, sehr interessant zu sehen, denn wir bewegen uns hier in einer groben Range. Kurzfristig
wird jedem die Marke von 1,10 hier im Begriff sein, 1,1035 ganz wichtig, aber schauen Sie auf diesen Wochenchart, im Prinzip sind wir hier seit April in einer Range von knapp 1,14 auf der Oberseite und hier unten 1,082, um genau zu sein. Und diese Range hier über mehrere Wochen gezogen ist bislang eben einfach nur eine Seitwärtsphase und eine Auflösung steht natürlich unmittelbar bevor. Soll heißen, wenn wir hier signifikant ausbrechen aus dieser Range, die sich hier jetzt bis in den April zurück eben in dieser Spanne hier entsprechend bewegt, dann dürfte sich Folgepotenzial erschließen. Auf der Oberseite wäre das hier eben zum Beispiel der Fall, wenn wir hier über 1,1450 rausgehen per Wochenschlusspreis, dann haben wir hier im Prinzip eigentlich nur noch diese ja, marginale Abwärtstrendlinie, vielmehr dann hier die Fibonacci-Levels 1,21, 1,25 bzw. hier diesen Horizontalwiderstand im Bereich 1,18, der ist durchaus auch nicht von ungefähr 1,18, 1,1877 soll heißen, wenn es hier über 1,1450 rausgeht, dann erwarten uns mit Sicherheit 300, 400 Pips in einem ersten Schub, um im weiteren dann hier mindestens nochmal 600 Pips draufzulegen vom 1,14er Level aus, um dann Richtung 1,20 anzusteigen. Die Chancen sind gegeben. Ja. Wir haben auch hier den saisonalen Part, den will ich jetzt mal ein Stück weit ausdehnen, damit Sie das auch schon mal gesehen haben. Der Euro-US-Dollar ist unter saisonalen Gesichtspunkten in einer hochinteressanten Phase. Gestern beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar hatten wir das auch schon mal bewertet. Mit Blick bis in den Januar hinein ist genau das hier der Tenor. Natürlich hat es im Jahr 2014 hier überhaupt nicht hingehauen, ja, im Sinne dieser starken Abwärtskorrektur. Aber mit Blick auf die 15, 16 letzten Handelsjahre ist das genau die Saisonalität. Und Sie sehen, dass Euro-US-Dollar schon beginnt ab heute rein technisch gesehen in einem Bullenmodus sich bewegt. Und im Sinne dessen, dass wir hier unten abgeprallt sind und jetzt beispielsweise beim Ausbruch über 1,1450 hier definitiv auch Rückenwind von der saisonalen Seite haben, besteht hier Potenzial einer weiteren Performance auf der Oberseite. Das ist durchaus denkbar. Und insofern machen wir hier mal symbolisch, wenn der Ausbruch kommt, eben dieses Szenario zur Wirklichkeit und skizzieren einfach mal eine wirkliche starke Euro-Rallye, die sich hier im Sinne der FED-Verwerfnisse, wenn wir hier immer noch im luftleeren Raum schweben, darstellen könnte. Kommt es natürlich zu einer Leitzinserhöhung, würde eigentlich der Bias dafür sprechen, dass der US-Dollar stärker werden müsste. Alleine aufgrund dessen, dass die Leitzinsdifferenz dann hier eben umschlägt. Grundsätzlich aber wäre das natürlich dann auch hier mit einer starken Wirtschaft zu vergleichen. In den USA kommt die Leitzinserhöhung eben nicht. Dann kann man sagen, die Wirtschaft hat gewisse Risse. Die Angst davor, eben hier gewisse Sachen abzuwürgen, die noch nicht richtig in Fahrt sind, könnte wiederum dafür sprechen, dass der Euro dann hier nach oben abdreht, aufdreht. Nicht abdreht, sondern aufdreht. Und das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, wie der Markt letztlich auf die Zinssenkungen reagiert wird. Tatsache ist auch, man darf die Korrelation nicht vergessen, vor dem Hintergrund, wenn die Märkte korrigieren, fand beim Euro-US-Dollar bislang hier eine positive Entwicklung statt. Wir haben hier eine negative Korrelation. Sofern der DAX steigt, fällt Euro-US-Dollar und umgekehrt. Das ist ja eine relativ sehr sinnbildliche Situation seit mehreren Jahren. Und da ist es natürlich genau interessant zu beobachten, was denn passiert, wenn die Märkte, und das ist auch nicht unwahrscheinlich, eine Korrekturausdehnung erfahren sollten, der Euro-US-Dollar denn dementsprechend weiter aufwerten könnte. Das zur Situation hier im großen Bild. Gehen wir mal ins Kleinere. Und da haben wir hier den Tageschart. Da sehen wir hier kurzfristig auch natürlich eine relativ zähe Aufwärtsbewegung, aber wir sehen eine Aufwärtsbewegung, die just hier am 61er Fibonacci-Level stoppte. Hier 1,1155 zwischengeschalteter Widerstand war es mal, jetzt ist es eine Unterstützung. Und hier haben wir auch 1,14, 1,1455 als oberes Widerstandslevel. Tatsache ist hier kurzfristig 14.09. das Hoch von 1,1373 wäre, wenn es darüber hinausgeht, eigentlich eine Startindikation für einen Ausbruch in Richtung 1,1450, um gegebenenfalls dann hier das Hoch vom 24. August anzusteuern, was konkret bei 1,1714 lag. Und wenn wir uns in dieser Region aufhalten würden, dann muss man ganz klar sagen, hat Euro-US-Dollar dann auch noch weiteren Aufwind zu erwarten, weiteres Potenzial. Nochmal kurz die Saisonalität dazu. Die schrauben wir auch gleich nochmal ein Stück runter. So, jetzt haben wir es endlich. 90 Tage sind eh klar. Gehen wir mal auf die jüngsten 40, um das Bild ein bisschen kleiner zu machen. Da sehen wir aber hier links unten beginnt diesen starken saisonalen Anstieg. Und das würde theoretisch ins Bild eines weiter anziehenden Euros passen.
Sieht soweit gut aus. Stundenchart sehen Sie links. Wir gehen aber mal hier in den Intraday-Chart, um hier sozusagen jetzt mal das Vorfeld aufzulösen. Gehen wir wieder in den MetaTrader 4. Und da wird deutlich, dass wir hier uns noch mittendrin in der Asia-Range befinden. Wir sind hier gerade im 5-Minuten-Chart. Asia-Range hat 32 Pips. Da haben wir uns bislang nicht raus bewegt. Vortageshoch hier bei 1,1320. Ja, ob jetzt hier im Vorfeld richtig was geht, mal abzuwarten. Aber wenn wir das Vortageshoch überwinden, Asia-Range verlassen, dann könnte es durchaus weitere Performance in Richtung Vorwochen-Hoch geben. Und die Average True Range verspricht sogar hier Potenzial bis 1,1372, wenn wir ausbrechen. Aber ich will gar nicht zu viel Hoffnung machen. Man muss auch davon ausgehen, dass wir hier relativ zäh seitwärts uns heute bewegen. Die Asia Range sollten wir im Ideal schon verlassen, aber ob hier richtig Bewegungsdynamik aufkommt vor dem Fed-Entscheid, muss man wirklich sehen, weil hier werden sicherlich Eruptionen, je nachdem wie die Statements ausfallen, möglich. Und sich hier im Vorfeld zu positionieren, gleicht dann doch schon einer gewissen Art des Glücksspiels. Kleine Empfehlung zum Abschluss. Wenn Sie denn hier kein News Trading betreiben, was durchaus auch heute lukrativ sein kann, dann gebe ich den Tipp, durchaus den Staub, der sich heute auftun könnte, abzuwarten, um eben hier eine Beruhigung an den Märkten erstmal Einklang ziehen zu lassen und dann in der kommenden Woche am Montag mit dem Ausklang dieser Woche hier dann die Situation exakt zu bewerten. Und ich glaube, da gibt es auch noch viele, viele klarere Möglichkeiten, um an Bewegungen zu partizipieren, ohne sich jetzt hier dem Münzwurf hinzugeben, wo Euro-US-Dollar letztlich ausbrechen kann. Rein grundsätzlich befürworte ich aber tendenziell einen leicht ansteigenden Bias. Im Sinne des Big Pictures, wir haben hier zwar 38% schon zurückgelegt im Sinne des Korrekturlevels der jüngsten Erholung, aber es ist hier durchaus noch Potenzial nach oben drin. Und insofern könnte ich mir eine weitere Erholung vorstellen. Kritischer wäre es, wenn wir die 1,10 brechen und insbesondere die 1,082, dann sehen wir sicherlich neue Mehrjahrestiefs. Das zum finalen Abschluss. Euro-US-Dollar. Warten wir mal ab, was passiert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein glückliches Handelshändchen. Im Vorfeld, wie gesagt, manchmal geziemt es sich auch einfach ein Stück weit Zurückhaltung zu bewahren. Das müssen Sie letztlich selbst entscheiden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.